Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge DSK durchgeblättert. Hier soll es einmal kurz um das Bestiarium, schleichender Verfall gehen, also Region Donnerbach, Salamandersteine aus dem dritten Crowdfunding. Und ich finde ja das Cover hier schon wieder wunderschön gelungen. Mit diesem, ja, ich sag mal, Eichhörnchen. Mit diesem Rieseneichhörnchen hier am Baum und dem Fuchs, der da auch schon die Zähne zusammenbeißt. Und dann diesem bedrohlichen, fiesen, großen Goblin auf dem Wildschwein mit dem Steinspeer. Ich meine, ein einzelner Goblin ist oft nicht so die große Bedrohung im normalen Spiel, aber bei DSK ist es eben schon ein heftiger Gegner. Ja, gut. Wir schauen natürlich auch mal auf den Klappentext. Ich weiß gar nicht, warum das nicht einfach Donnerbach Bestiarium heißt. Ich meine, Donnerbach Kompendium hieß ja das Kompendium zumindest auch. Aber gut. Ja, Wildtiere der Salamandersteine, ein paar gefährliche Bewohner Donnerbachs, Vögel und so weiter. Aber auch ein paar speziellere Tiere und ja, Goblins, also Sulaks, Waldtrolle, aber auch Feen, Feenwelten und was ich sehr interessant finde, Leitfaden, wie man Feentore erstellt und Feenwelten. Das ist schon, na, schon ein bisschen was Besonderes. Gut, dann geht es hier los mit dem Bestiarium. Die Einleitung hier, die könnt ihr euch gerne auch einmal anschauen. Ein extra großes Vorwort gibt es jetzt hier nicht. Und dann kommen eben auch schon die Kreaturenbeschreibungen. Kennt ihr ja alles. Lebensenergie und so weiter. Wird alles abgekürzt. Und die tierische Klugheit, auf die wird auch nochmal eingegangen, wie man es kennt. Mit einem tollen Bild hier wieder. Und dann kann ich euch natürlich beispielhaft auch ein wenig was zeigen. Und das mache ich hier einerseits einmal mit dem Baum- und Blümchengeist. Ehrlich gesagt, der sieht für mich etwas wie ein Pokémon aus. Auch wenn ich mich damit nicht wirklich auskenne, aber vor extrem langer Zeit habe ich mal Karten gesammelt und so weiter und die Serie geguckt und solche Sachen. Aber das war auch mehr so Grundschulzeit und ein wenig danach. Also ihr seht schon, ne, man bekommt natürlich eine Einleitung hier und ein wenig was zur Lebensweise und natürlich noch einen Kasten. Und ja, alles, was man braucht, wird hier beschrieben. Und die anderen Kreaturen, die wären dann einmal ganz einfach die Eule. Da ist der Wertekasten auch länger als der Text. Ja, Eule, klar, ne? Kennt man. Großer Schröter kennt man auch als CSA-Spieler. Der normale Hirsch ist hier auch drin. Außerdem gibt es hier noch den Krächzer. Ich glaube, in dem Hauptband, da habe ich mich zwischendurch gefragt, was eigentlich Krächzer sind. Und hier heißt es, also ja, das Bild ist hier das Bild von dem ikonischen Charakter von DSA 5, von der Layariel oder wie die heißt, diese Elfe. Und hier heißt es, Krächzer sind Menschlinge, die viel unberechenbarer sind als andere Menschlinge und noch dazu grausam singen. Okay, also damit sind Elfen gemeint. Denn ich hätte jetzt gar nicht so vermutet, dass die Tiere hier, die erwachten Elfengesang, als irgendwie so disharmonisch wahrnehmen. Weil ich habe immer gedacht, Natur, Tiere, Elfen, das passt doch irgendwie alles zusammen. Aber anscheinend ist das jetzt nicht so. Finde ich eigentlich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Na gut. Ja, dann gibt es hier noch den Naturgeist. Kann ich euch ja auch mal das Bild zeigen. Ist auch echt cool. Da haben wir ihn. Tauchen besonders im Umkreis von Krächzerdörfern und im Umfeld des Hortes der Papierberge auf. Ja. Ist auf jeden Fall
Magisch irgendwie natürlich. Ja, aber ist ja auch Naturgeist. Ja, der einfache Rabe ist hier noch drin, das normale Reh ist auch noch drin, der Riesenalk, den kennt man ja auch. 55 Lebenspunkte ist natürlich hier dann auch sehr viel für Erwachte. Der rote Schwarm, ja, das sind eher so, ja, so eine Art Gruftasseln oder normale große Kellerasseln, die böse und zahlreich wirken hier. Und normale Singvögel gibt es hier auch noch. Währungslieferanten und kleiner Snack, das ist die Art und Weise, wie erwachte Singvögel betrachten. Gleich der erste Satz hier. Die Lebensweise sind auch nur zwei Sätze. Sie leben überall in Bäumen und können auch in jedem Baum Nester errichten. Allerdings verschwinden sie, wenn man sie nicht mit dem ersten Schuss erwischt. Ja, dann gibt es hier auch noch den Stockmann. Das scheint so eine Art Waldschrat zu sein. Das sieht schon sehr besonders aus. Ja, so lebende Bäume. Die müssten ja dann für Erwachte extrem viele Lebenspunkte haben, wenn es wirkliche Waldschrate sind. Und ja gut, 800 Lebenspunkte. Das sind dann wohl wirklich Waldschrate. Auch mit sehr, sehr coolen Bildern, wie ich finde. Ja, dann haben wir noch den Sulak-Pelzjäger, also Goblin. Die normale Taube. Trollstein gibt es hier noch. Naja, das sind so Gargüle eher, ne? Vogelfrau ist klar, ne? Harpie. Die Waldspinne ist auch klar. Hat natürlich für die Erwachten auch wieder viele Lebenspunkte. Hier sind es 70. Ja, Waldtrolle gibt es hier noch. Ja, gut, Trolle halt. Weißgesichtiger Tod, das ist letztlich auch wieder eine Eule. Ich glaube, Schädeleule. Ja, und das war's dann erstmal hier mit den normalen Viechern. Und dann geht es natürlich dann noch weiter mit Feen und Feenwelten. Hier einmal auch die Einleitung dazu. Ein paar Blütenfeen, ganz niedlich hier auf dem Bild. Aber das ist auch schon älter anscheinend, 2015. Ach, das kam wahrscheinlich aus dem. Ach, vielleicht ist das ein Teil des Bildes von Albernia irgendwie, vielleicht von dem Albernia-Kapitel aus dem Almanach, irgendwie sowas. Genau. Ja, und dann geht es hier direkt los mit den Arten von Feen. Und ihr könnt schon sehen, was es hier alles so für Feenarten dann gibt. Für diejenigen, die das jetzt hier nicht direkt sehen, weil sie da eher nur zuhören, kann ich es nochmal sagen. Aber bei den Arten von Feen geht es dann auch erstmal natürlich um das Wesen der Feen und wie die Vorstellungswelten da so sind, die Feentore in Aventurien und einige Beispiele und die Zauberei der Feen, darum geht es natürlich auch nochmal und wie die überhaupt zaubern. Ja, und was Erwachte und Feen denn gemeinsam haben, da gibt es auch nochmal eine halbe Seite drüber, auch sehr interessant. Und dann gibt es hier eben ganz viele Feenwesen, die Biestinger. Die haben auch eine halbe Seite Wertekasten und noch weniger, also weniger Beschreibung. Manchmal gibt es auch abweichende Merkmale, bei den Biestigern zum Beispiel. Und da werden dann ein paar wird auch noch auf ein paar Dinge eingegangen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn sie hier schon irgendwelche Wertekästen und so weiter und Beschreibungstexte für Feenwesen geben, dann könnten sie daraus auch ganz gut schöpfen, wenn sie dann für das normale DSA 5 diesen Feenband, Kreaturenband machen. Ich meine, es kommt ja erstmal der Geisterband als nächstes, aber dann kommt ja auch noch ein Feenband. Grenzgänger gibt es noch.
Ein Dachs mit blauen Augen? Was sind denn Grenzgänger? Sind Feen und Grenzgänger sind Feen. Und einer der Gründe, warum Krächzer und Menschling in Donnerbach und in Salamanderstein Erwachte oftmals für Feen halten. Okay. Wasserflinker. Ja gut, das sind anscheinend Fischfeenwesen. Den wilden Kerl gibt es noch. Den kann ich als Beispiel auch mal zeigen. Ist auch ein cooles Bild einfach. Einfach hier in Plattenrüstung. Ich meine, woher hat er bitte das Metall? Ich meine, das muss ja irgendwie alles magisch hergezaubert sein. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch kleine geflügelte Feen. Kennen wir hier auch noch. Die haben auch einen sehr großen Kasten, beziehungsweise, ja, doch, die haben einen sehr großen Kasten, wenn es um deren Zauber geht. Und dann kommen Blütenfeen aber auch nochmal einzeln, auch wieder mit einem großen Wertekasten. Aber auch Schwarzfeen kommen noch. Mit einem coolen Bild. Ja, Bolde und Kobolde mit einem riesigen Kasten, wenn es um Zauber geht. Ja, Blättermänner gibt es hier noch, Kobolde an sich, Dryaden, Nymphen natürlich. Ja, auch nochmal einzeln Dryaden und Nymphen. Teilweise kennen wir die Bilder natürlich schon. Ja, und dann geht es eben um die Feenwelten. Da kann ich euch ja hier den Anfang auch mal zeigen. Klar, ne? Die üblichen Dinge, wieder die Zeit vergeht und wenn man Dinge da mitbringt und so weiter. Wobei, ich weiß gar nicht, ob in alten Publikationen auf sowas eingegangen wurde, aber auf jeden Fall interessant. Die Geografie, klar. Ja, und bei den Mitbringseln, da wird auch ganz, ganz schön viel drüber gesagt. Also da, das ist fast eine Seite. Ja, und dann gibt es eben ein paar beispielhafte ja, Wälder wollte ich gerade sagen, Feenwelten. Das sind aber auch immer nur so kürzere Abschnitte. Also Wald der Biestinger zum Beispiel, das Reich der Tiere, das Waldschloss, die Nachwelt, Quatsch, Entschuldigung, Nachtwelt, die ewige Windhose, die gemalte Welt. Sowas kennt man ja auch schon aus, keine Ahnung, Oblivion oder so, da gab es ja auch gewisse Quests. Darians Haus, der Pilzwald, das Dorf der Feen. Ja. Aber es gibt auch verdorbene und sterbende Feenwelten. Da gibt es auch ein paar Beispiele. Der kristallklare See, die Welt der Farben, Labyrinth der tausend Wege, der verlorene Hain, die Arena des ewigen Kampfes und die eisige Kluft. Ja, und danach kommt tatsächlich ein Baukasten für Feenwelten. Ja, Grüße gehen raus an der Stelle an den Steam-Tinkerer, denn, also, vielleicht kennen ihn manche von euch. Der podcastmäßig alle möglichen Dinge über Midgard, sein Lieblingssystem, gern erzählt, aber er ist eben auch ein DSA-Fan und mit ihm habe ich letztens noch drüber geschnackt, dass man bei DSA 5 doch eigentlich ein bisschen mehr Dinge in die Bücher integrieren müsste, was Baukästen angeht. Also, wenn ihr es Splittermond kennt, ne? Also so Module und Kästen und so weiter, wie bei Splittermond. Nur als Beispiel, Splittermond regelt das mit den ganzen Pflanzen, so einem Herbarium, komplett anders. Die erstellen nicht wie bei DSA so ein riesen Herbarium, was natürlich auch was für sich hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen, gerade bei Spielen wie DSA, sondern Splittermond macht das zum Beispiel so, dass sie sagen, ja natürlich gibt es mega viele Pflanzen in der Spielwelt und die heißen auch ständig anders bei den Kulturen und Spezies, aber Splittermond sagt, wir haben hier einen gewissen Pool an Wirkungen, die es einfach pflanzentechnisch geben soll in der Spielwelt und listen das auf und sagen dann einfach, ja, wie die Pflanzen nun heißen, die so eine einzelne Wirkung aus dieser Liste haben oder auch kombinierte Wirkung oder eben leicht abgewandelte, wenn man darauf Bock hat. Ja, das entscheidet ja die SL. Das ist auch cool. Ja, und das Coole daran ist eben auch, die Spielerinnen und Spieler haben null Ahnung, was Pflanzen von ihrem Namen her in irgendeiner normalen Standardregion bringen. Also klar, ne, man kann dann sagen, ja, deine Figur weiß das jetzt.
wenn die sich mit Pflanzen auskennt. Aber ansonsten, die Spieler können eben nicht, wie bei DSA, irgendwo nachschauen und sagen, ah, Gullmond bringt ja das und das, ich habe hier das Buch oder die Regel-Wiki oder so. Sondern die können sich ein bisschen überraschen lassen, tatsächlich. Ja, und gleichzeitig gibt es bei Splittermond aber in den Regionalbänden immer so ein, zwei, drei Pflanzen, die dann sehr besonders nur in dieser Region vorkommen und dann wirklich da extra beschrieben werden mit ihren Auswirkungen und so weiter. Ja, und darüber hatte ich noch geredet, über diese Baukästen und Module, die es mehr geben müsste für DSA 5. Und ja, wir haben darüber spekuliert, warum es das nicht gibt. Ja, und hier sehe ich jetzt mal einen Baukasten für Feenwelten zum Beispiel. Ja, das wird ihn vielleicht freuen. Ja, okay. Zu Feentoren gibt es natürlich auch noch ein bisschen was. Ja, also, ja, sie fangen halt schon erstmal mit stabilen Feentoren bei Donnerbach und den Salamanderstein an. Da gibt es auch ein tolles Bild zu. Und dann geht es tatsächlich mit instabilen Feentoren weiter. Und da gibt es erstmal, also da gibt es zwei Beispiele und dann gibt es aber erstmal eine halbe Seite Einleitung dazu, also Text dazu, weil da gibt es anscheinend einiges zu sagen. Und es gibt auch noch extra Eigenschaften von Feentoren, die ja doch auch tabellarisch hier aufgeführt werden. Und es gibt auch eine sehr schöne 2W6-Tabelle mit Effekten bei der Nutzung von Feentoren. Also da gibt es auf jeden Fall schöne Dinge, die man damit machen kann. Und das ist natürlich jetzt ein kleiner Spoiler für die, die da nur spielen wollen, aber für die, die leiten wollen oder das eh nie spielen und nur mal kurz gucken wollen, da könnt ihr einmal schauen, was zum Beispiel passieren könnte hier. Gut. Dann sind wir hier nach 48 Seiten auch durch und sind hier wieder am Ende. Beziehungsweise wieder am Anfang. Ja, und das soll es dann in einer guten Viertelstunde, nach knappen 20 Minuten dann gewesen sein. Viel länger braucht man hier auch nicht drüber reden. Es sei denn, man hat dann eben alles komplett durchgeackert und macht dann eine Rezi oder so. Aber für einen schnellen Überblick, was ihr hier so drin finden könnt, soll das dann ausreichen. Okay, dann erstmal wieder soweit und ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis denn.